Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und heute ist das Thema Fellduken Extrem. Es ist ein Biwaksack, aber bevor wir mit diesem Video beginnen, hat sich Fritz Meinecke noch einen Backflip von mir gewünscht. Und diesem Wunsch will ich natürlich nachkommen. Und ja, Fritz, das hier ist jetzt nur für dich. Natürlich auch für alle anderen, aber hey. Okay, jetzt kann ich nicht mehr. Füße frieren echt langsam ein. Eisfüße, aber hey Fritz, ich hoffe, das hat dir trotzdem gefallen. Kommen wir jetzt erstmal zum eigentlichen Video. Film ab. So, willkommen wieder zu einem neuen Video. Dieses Mal stelle ich den Fellduken vor. Fellduken Extrem. Und ja, dieses Mal wird er im Praxistest einmal durchgenommen, um zu schauen, kann ich wirklich nur mit dem überleben, also die Nacht im Winter verbringen, oder brauche ich doch immer wieder so ein großes Ding dabei? Bin ich mal gespannt. Ja, also dieser ganze Test wird wieder stattfinden hier im Wald. Und wie ihr schon bereits merkt, meine Tarnfarbe passt wieder nicht. Ne? Hier liegt nicht so viel Schnee, willkommen im Flachland. Aber trotzdem ist es hier auch kalt und es kommt auch zu Minusgraden. Und das ist ja natürlich auch der Sinn. Ich möchte diesen ja auch bei Minusgraden testen. Es reicht ja nicht, bei Plusgraden einfach damit draußen rumzuliegen. Das kann der ein oder andere Schlafsack ja auch. Aber das hier ist ein Biwaksack. Also ein Zusatz für einen Schlafsack. Und das ist halt die Frage, ob ich auch nur mit dem auskomme oder ob ich zusätzlich hierzu noch einen Schlafsack brauche. Wir testen die Temperaturen ungefähr bei minus 2 Grad. Und ja, ich bin echt gespannt, was das alles so kann. Gut. Wir holen ihn einfach mal raus hier. Das ist ein Kompressionssack, der ist wasserdicht. Also Kopfkissen und ja, Schlafsack sozusagen in einem Top. Also das hier ist der Fellduken Extrem, wie ihr erkennen könnt. Der ist sehr schmal, also wenn einer ein bisschen populenter ist, der bräuchte dann den Kingside, aber der Kingside hat nicht diese dicke Primaloff-Füllung. Ja, alles was ich nur mache, ist den von allen Seiten zumachen und ich lege mich einfach rein und kann mich hier auf Fußboden hinlegen. Beide Seiten auf, damit ich dann einmal so reinschlüpfen kann. Ach. So, das sieht jetzt schon mal gut aus. Jetzt kann ich ganz einfach, ach ja, jetzt kann ich hier so liegen bleiben und spüre natürlich schon die Wärme. Ja, hier drin ist wärmer wie draußen. Schön. So, wer natürlich hier aus ein warm, muckeliges, kleines Häuschen nicht raus möchte, der kann hier die Seiten öffnen. So, so kann man hier rumsitzen und zum Beispiel seinen Gaskocher bedienen oder was auch immer. Und so muss man hier nicht raus. Das heißt, die Wärme bleibt dann hier drinnen, die man gespeichert hat. Und ja, top. Ja, kann hier rumlaufen wie so ein kleiner Geist. Muss natürlich das hier alles hochbinden. So. Und schon könnt ihr euch durch die Gegend bewegen. So, alles was hier stört, klappt ihr einfach nach unten und schon habt ihr hier euren, ja, Biwaksack als einmal Regenschutz und einmal als Wärmeerhalt. Jetzt kann ich mich so durch die Gegend bewegen. Aber ihr seht ja hier, meine weißen Arme, die müssen natürlich auch getarnt sein. Und in diesem Biwaksack, also in diesem Transportbeutel, haben wir dann nochmal die Armstulpen. Somit könnt ihr dann abends auch rumlaufen. So, und natürlich so eine Flagge, die ihr aufhängen könnt, wenn ihr entdeckt werden wollt. In der Tasche ist noch ein zusätzlicher Gurt. Das ist der, den ich mir um die Hüfte binde. Jetzt habe ich aber meine Koppel genommen, weil das hier zu friemeln, das ist mir ein bisschen immer zu doof. Ja, wie schon gesagt, hier kann dann die Jacke heute Abend rein. Kann ich zusammenbinden
rumdrehen und dann ist das hier mein Kopfkissen. Kann die schön drauf liegen. Also habt ihr eine Tasche, Notfall Kopfkissen, einen wasserdichten Anzug, womit ihr euch theoretisch überall hinlegen könnt und schlafen könnt. Und ich habe auch ein Thermometer dabei. Thermostat heißt das, ne? Nicht Thermometer. Oder doch Thermometer? Also auf jeden Fall nicht das, was man hinten reinschiebt. Und das werde ich hier dann einmal testen, wie die Außentemperatur ist und wie die Innentemperatur sich entwickelt. Jetzt habe ich es auseinandergefaltet und will es jetzt als Tarp spannen. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Genau, ich werde es einfach mal als Schrägdach aufbauen. Groß genug ist es. Ihr könnt auch sonst im Notfall hier mit einem Schlafsack liegen und das als Wetterschutz benutzen. Alles ist möglich. Aber ihr könnt es auch natürlich in der Mitte fixieren und wie so ein Dach verwenden, dass es von beiden Seiten links und rechts runter geht. Das heißt auch auf einer niedrigeren Höhe, dass ihr dann besser getarnt seid. Gut, wir sehen uns dann wieder, wenn ich mich in Biwaksack begebe, also Bett fertig mache sozusagen. So, ich habe hier ein Thermometer und das zeigt minus 0 Grad an. So, eins anzumerken, bevor ich jetzt hier den Biwaksack auslege. Ihr müsst natürlich immer darauf achten, dass hier nichts Stachliges oder Dorniges liegt, sodass euer Biwaksack kaputt gehen kann. Also der besteht ja nur aus einem ganz leichten Stoff hier. Und wenn da das aufreißt, dann ist er kaputt. Also der hat jetzt nicht diese Karo-Mischgewebe. Also wenn der aufreißt, dann ist er kaputt. Und deswegen achtet darauf, wenn ihr euch um Waldboden legt, weit weg von den ganzen Brombeeren. Das muss richtig komisch aussehen auf der Kamera. Ich lasse jetzt mal meine Schuhe an. Nächster Test wird sein, da drinnen mit einer Taschenlampe rumfuchteln. Mal schauen, ob man von der Außenhülle was sieht. Und jetzt halte ich das einmal kurz unter dem Dings. Man sieht jetzt einen orangen Punkt, aber nur weil ich nah dran bin. Aber ansonsten, ja. Mit normalem Licht kann man schon da drinnen umgehen. Also ich habe die Kamera gar nicht so lange hier drinnen und schon fängt sie an zu beschlagen. Das liegt daran, dass es hier schön warm ist. Und mir ist gerade was aufgefallen, wenn ich den Reißverschluss an der Seite zu habe, dann habe ich hier oben immer noch die Ärmelreißverschlüsse, also da, wo die Arme eigentlich rauskommen. Und wenn ich den dann halt hier oben aufmache, dann kann ich hier meinen Kopf rausstrecken und ja, hier durchatmen sozusagen. Weil wenn ich den Hauptreißverschluss in der Mitte über meinen Körper habe, dann regnet es natürlich rein. Innerhalb von kürzester Zeit haben wir schon 18 Grad. Also, der Boden, also die Kälte kommt doch irgendwie durch den Biwaksack durch. Das heißt, da wo ich immer liege, mit der Seite, mit dem Hintern, mit dem Rücken, wie auch immer, der wird kalt. Das heißt, man braucht hier zusätzlich noch eine Isomatte hier drinne, um sich vor der Kälte vom Boden zu schützen. Ja, und jetzt hole ich mal eine Isomatte, weil ansonsten könnte ich hier drinnen echt Krämpfe bekommen wegen dem kalten Boden. Da drinnen haben wir zwar ab und zu 18, 19 Grad so. Die Raumtemperatur ist richtig schön muckelig. Aber wie schon gesagt, wenn man jetzt damit so auf dem kalten Fußboden liegt, dann kommt irgendwie doch so ein bisschen die Kälte durch. Zwar jetzt nicht komplett ganz, aber ein Teil davon. Und es ist doch immer noch so kalt, dass man dann an den Körperstellen friert. So, da ich ja jetzt weiß, wie warm es da drinnen wird, also ungefähr 19 Grad, im Gegensatz zu draußen, habe ich mir jetzt gedacht, ich ziehe die Jacke einfach mal aus und ziehe sie dann halt morgen früh wieder an, um halt aus dem Biwaksack rauszukommen. Die Jacke kommt jetzt mit in den Biwaksack und jetzt habe ich schon mal ein schönes Kopfkissen. Also ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, die Schuhe auszuziehen.
Nicht, dass die da drinnen zu feucht werden, die Füße. Moin, Leute. Ich hätte meine Schuhe nicht ausziehen sollen, also ich habe jetzt Eisfüße. Und auch hier drin ist es ein bisschen kalt geworden. Also, ja, ich hätte irgendwie doch noch meine Jacke anlassen sollen. Und aus Versehen hatte ich dann hier alles zugemacht. Das heißt, ich hatte hier ja alle Reißverschlüsse so zu, dass ich hier drinnen kaum Sauerstoff bekommen habe. Aber zum Glück haben die Ecken ja die Löcher auf. Ein Wunder, dass ich hier nicht eingeschlafen bin und für immer liegen geblieben bin. Also, ja, man sollte schon irgendwie so wie hier den Kopf draußen lassen und so schlafen. Wenn es regnet, dann halt anders. Man kann schon so überleben, ist aber trotzdem auch sehr kalt. Am Anfang ist es zwar warm, aber irgendwann im Laufe der Zeit wird es dann doch hier drin etwas kühler. Das heißt, die Gliedmaßen wie Füße frieren dann so langsam ein. Aber auch der Oberkörper fängt an zu frieren. Ja, aber so kann man unter dem freien Himmel pennen. Es ist ja kein Zelt, also es hat kein Gestänge und so. Uah, ihr braucht eine Isomatte. Auf jeden Fall. Ohne Isomatte ist der kalte Boden, also der kommt durch irgendwie, weil dort das Material zusammengedrückt wird. Und dann kommt die Kälte irgendwie doch durch. Deswegen eine Isomatte ist schon empfehlenswert. Ich habe gemerkt, dass ich mitten in der Nacht immer ein paar Mal den Reißverschluss aufgemacht habe und wie so ein Fisch halt nach Sauerstoff geschnappt habe. So. Hatte kaum Sauerstoff, ja. Aber ich habe es überlebt. Ist möglich, mit dem Biwaksack so zu überleben. Schnee liegt immer noch. Das ist gut. So ist meine Tarnung hier, die ich jetzt anhab, nicht total sinnlos. Naja, irgendwie doch. Sieht aus wie so ein Dackel. So, schaue ich einfach mal, ob mir die Füße abgestorben sind. Oh, blass. Nee. Aber so leicht feucht sind sie. Und wenn sie leicht feucht werden, dann ist ja klar, dass sie dann sich auch kälter anfühlen. Aber das sieht noch alles gut aus. Warum sind die feucht geworden? Ich war doch nicht in den Schuhen drin. Verstehe ich nicht. Vielleicht ist das die Umgebungsluft drin gewesen. Socken ziehen ja auch sozusagen irgendwie die Feuchtigkeit. Die guten alten BW-Socken hier, die sind sehr flexibel für den Winter und für den Sommer. Für den Sommer sind sie dünn genug. Und wenn man sie jetzt für den Winter haben will, dann klappt man hier oben einfach um, weil die ja so lang sind. So. Und dann stülpt man ganz einfach den Rest der Socke so rum. Und dann hat man sie doppelt gelegt. So. Und schon hat man so eine Wintersocke dann. Ne? Schlimm ist, wenn man in klammen, nasse Stiefel muss. Dann muss man sich erstmal damit warm laufen. Aber die Kälte geht trotzdem fast nie weg. Man hat irgendwie ständig kalte Füße, wenn die Stiefel erstmal nass sind. Ja, das ist kein Spaß. Aber deswegen nehme ich sie auch mit rein in den Biwaksack, sodass das halt nicht passiert. Ohne diese Isomatte wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Das ist eine ganz normale BW-Isomatte. Ich finde die so gut, weil man sie so falten kann. Man rollt sie halt nicht ein und packt sie auf den Rucksack. Ich finde, das nimmt immer zu viel Platz weg und ist zu auffällig. Ich habe lieber eine, die man zusammenfaltet und im Notfall kann ich sie noch als Sitzunterlage verwenden. Also man kann damit überleben. Ja, Test bestanden. Sonst würde ich jetzt nicht mehr hier sein. Gut, danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ich hoffe, mein Ergebnis bringt euch so ein bisschen weiter. So, und in dem Sinne, ja, mach's gut und alles Beste, euer Survival Feed. Man merkt es, ich hatte kaum Schlaf und kaum Sauerstoff. Auf jeden Fall, tschüss, bis zum nächsten Video.